Ja, deswegen, ja, würde ich, also werde ich dann wahrscheinlich jetzt dann 2018 den Film alleine machen. So, also klar, du musst natürlich noch sagen jetzt, ob das für dich dann auch in Ordnung ist, aber letztlich haben wir bis jetzt ja auch nur so ein bisschen an der Story gearbeitet, noch kein Drehbuch geschrieben. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir heute vorgenommen, den anderen Jonas, mit dem ich mal gemeinsam die Kurzfilme bis jetzt gedreht habe und aktuell das Spielfilmprojekt plane, zu pranken. Und zwar möchte ich das Ganze so machen, dass ich ihm gleich eine Sprachmemo schicke, dann hoffentlich eine Sprachmemo von ihm zurückbekomme, in der er darauf reagiert und ihn dann schließlich anrufen, um das Ganze aufzulösen. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir in unserer Kommunikation wirklich viel über Sprachnachrichten miteinander besprechen und so. Immer zu der Art der Kommunikation. Ich finde es auch ziemlich cool, irgendwie in Sprachnachrichten miteinander sich auszutauschen. Also zum Beispiel jetzt natürlich, wenn man irgendwie in echt sich trifft und echte Gespräche führt, hat es immer noch mal einen anderen Stellenwert. Aber so an sich ist die Art der Kommunikation ziemlich cool dadurch, dass man, wenn man irgendwie Memos macht, halt dem anderen sozusagen komplett zuhören muss. Man muss sich ausreden lassen und man hat auch immer noch ein bisschen Zeit irgendwie dann, wenn man sich das angehört hat, drüber nachzudenken und zu antworten. Das heißt, es ist nicht irgendwie wie ein Telefonat, wo man sich jetzt ins Wort fallen kann oder ja, es ist ja auch mal schwer, über das Telefon irgendwie Reaktionen zu lesen und so weiter. Man muss auch immer sehr, sehr schnell reagieren. Das heißt, wenn man etwas Zeit zum Nachdenken hat, ist das an sich sogar ziemlich geil. Ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell dann jetzt auf diese Prank-Memo auch reagieren wird. Also das wird natürlich auch irgendwie nochmal ein spannender Faktor. Daher auch dieser Moment, man kann etwas drüber nachdenken, ob man das Ganze dann abkauft. Ich habe auch noch nie irgendwie einen Prank über eine WhatsApp-Sprachnachricht gesehen, so auf YouTube. Vielleicht ist es ja mal eine neue Prank-Kategorie, die ich hier gerade irgendwie erfunden habe. Nee, aber ich möchte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber worum soll es jetzt genau in dem Prank gehen? Also ich hatte euch ja bereits in den letzten Wochen schon erzählt, dass wir an einem neuen Filmprojekt arbeiten und zwar diesmal sogar an einem Spielfilm. Und wir haben uns da eben auch Anfang September ein Wochenende lang getroffen und einen Antrag für eine Filmförderung ausgearbeitet. Das heißt, man bekommt dann finanzielle Unterstützung. Wir sind jetzt aktuell in dem Zustand Projektentwicklung. Das heißt, wir müssen Location scouten, wir müssen das Drehbuch dann schreiben, dass wir dabei dann eben finanziell unterstützt werden und haben da einen Antrag ausgearbeitet, mit dem wir dann auch schon die Filmstory soweit ausgearbeitet haben und so weiter. Dann haben wir den Antrag eben eingereicht und bekommen jetzt in den nächsten Wochen erst Bescheid, ob das Ganze geklappt hat oder nicht. Ich habe da aktuell auch noch keine Entscheidung mitgeteilt bekommen, ob es geklappt hat oder nicht. Was ich aber gleich in der Memo erzählen werde, ist folgendes. Ich werde sagen, dass ich hier in Kiel in der Filmwerkstatt war, also das Ganze wird in meiner Stadt geprüft, dass ich da eben war, um Equipment für irgendein Filmprojekt auszuleihen, was jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist. Das heißt, es kommt schon immer mal vor, dann eben dort jemand gesagt hat, dass nur ich die Fördergelder alleine bekomme und deswegen dann jetzt eben den Film auch alleine machen will. Genau, ich bin aber sehr gespannt, wie er darauf reagieren wird. Ihr könnt jetzt live dabei zuschauen, wie ich die Memo aufnehme. Und dann würde ich mal sagen, geht's jetzt los. Boah, ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen aufgeregt, irgendwie die Memo aufzunehmen, weil es halt schon so ziemlich heftig ist. Also wenn er mir jetzt irgendwie gerade eine Nachricht schicken würde, du, ich habe jetzt das Geld alleine gekriegt, ich drehe den Film alleine, wäre das halt schon so ziemlich ein Schlag in die Fresse. Hi, ich wollte mich gerade noch mal bei dir melden. Und zwar war ich heute Morgen in der Filmwerkstatt, um Equipment für einen kleinen Dreh auszuleihen. So, und genau, die haben unseren Antrag auch schon bekommen. Und genau, dann haben die jetzt, die Mitarbeiter, die da waren, haben mich dann eben so gebeten, ob ich noch mal kurz Zeit habe, so für ein Gespräch. Und da gibt es jetzt halt echt so grundsätzlich, also sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Ich bin dann halt auch reingegangen und habe mit denen das Gespräch so geführt. Und genau, also die meinten halt so, die Story ist echt gut, die wir uns überlegt haben. Also, dass das auf jeden Fall Potenzial hat. Und genau, sie sich halt auch die anderen Filme jetzt angeschaut haben. Aber es ist eben, also, die haben eben gesagt, dass wir, also beziehungsweise, dass ich, wenn dann das Geld alleine genehmigt kriege, also diese Unterstützung und dass das Projekt, die Projektentwicklung eben halt nur ich in der Regieverantwortung und als Projektverantwortlicher so gesehen halt kriegen würde. Und weil, also einerseits, weil ich eben aus Schleswig-Holstein komme und so, und genau, da meinten die das halt, dass das auch grundsätzlich so mit zwei Antragstellern meistens nicht so gerne gesehen wird. Und ja, genau, dann habe ich jetzt, also ich habe dann, also es ist ja auch letztlich dann schade, wenn jetzt irgendwie die gute Story oder die coole Geschichte dann gar nicht umgesetzt wird. Und ja, deswegen, ja, würde ich, also werde ich dann wahrscheinlich jetzt dann 2018 den Film alleine machen. So, also klar, du musst natürlich noch sagen jetzt, ob das für dich dann auch in Ordnung ist. Aber letztlich haben wir bis jetzt ja auch nur so ein bisschen an der Story gearbeitet, noch kein Drehbuch geschrieben. Und genau, also das Gespräch war natürlich erstmal doof so, aber letztlich
genau, denke ich, ja, werde ich jetzt dann einfach so den Film dann alleine machen. Und ja, genau, kannst du ja mal kurz sonst auch nochmal sagen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nächste Woche nochmal irgendwie einen Gesprächstermin, wo das dann halt alles nochmal, wo die Unterlagen nochmal angepasst werden sollen, dass ich dann da überall nochmal halt die Anlagen nochmal alle neu ausdrucke und dann alleine ausfülle. Und genau, dann wäre das halt, das Projekt halt so gesehen dann auf mich ja, komplett überschrieben dann, und dann würde halt der Antrag bewilligt werden. Och du Scheiße. Ich schreibe jetzt nochmal hier hinter. Wichtig. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Zack. Ja, und dann, oh Gott. Es ist jetzt spannend. Also ich werde jetzt hier das Video gerade mal pausieren. Gucken, wann er antwortet. Mal sehen, mal sehen. Er ist auf jeden Fall gerade schon online. Oh, er hört es schon an. Ich mache jetzt kurz Pause und dann mal sehen, ob er direkt antwortet. Ansonsten, wenn ich gleich ein anderes Outfit anhabe oder so ein Tage vergangen sind, er mich blockiert hat, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall auch. Nee, aber ich bin sehr gespannt, was er gleich sagen wird. Okay, er hat jetzt auf jeden Fall geantwortet. Hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Bleib an. Hier oben angehört, zwei blaue Haken. Ich höre jetzt mal die Sprachnachricht nach und nach an. Ich hoffe, ihr könnt das vom Ton verstehen, aber es müsste laut genug sein. Okay, ich bin gespannt, was er sagt. Immer 30 Sekunden, wo du sagst, du bist halt reingegangen und hast das Gespräch mit denen geführt. Und ich will an dieser Stelle anmerken, dass es wie ein Verarsche klingt. Also, und zwar nicht von dem, was vom Inhalt, was du sagst, das kann ja logisch klingen, aber genau so redest du, wenn du genau auf diese Art, also wenn am Ende rauskommt, ich bin echt mal gespannt, was du jetzt erzählst. Wenn wirklich irgendwas schlechte Neuigkeiten gibt, ist das natürlich wirklich ärgerlich, aber du klingst so anders als sonst, das ist echt unendlich witzig. Ich höre mal ganz kurz weiter. Hä, wie anders? Hab ich während der Sprache, ich muss ja auch mal in die Kommentare schreiben, habe ich anders geklungen, als wenn ich normal rede? Nee, oder? Jetzt würde ich bei 1:03, wo du sagst, nur du kannst die Regieverantwortung machen, also das ist 100% eine Verarsche. Dann kannst du mir nichts anderes erzählen. Aha. Ich bin jetzt mal gespannt, aber ich habe es von Anfang an gehört. In den ersten 5 Sekunden, ich schwör's dir, deswegen habe ich hier an der Demos gewartet. Ich höre mal weiter. Ich bin kein guter Pranker. Wobei, in der Öffentlichkeit haben die Leute mir das abgekauft. Aber so bei Mimo ist wahrscheinlich doch nochmal was anderes. Vergiss es auf diese Art und Weise, wenn du vom Sprachstil her und vom Rhetorischen her so anders mit mir redest, dann kann ich dir leider keine Story abkaufen. Tut mir leid, aber das hat schon in den ersten 30 Sekunden nicht funktioniert. Bevor ich wäre darauf reingefallen und wäre so super sauer geworden und hätte dann so Sachen irgendwie gesagt, sowas wie, ja, wenn ich ehrlich bin, ich hatte eh nie Bock auf die Projekte mit dir oder sowas. Also auch wenn es nicht stimmen würde, wenn ich darauf eingefallen wäre und dann einfach so frustriert wäre, dass ich so ausraste und ich dann deswegen so beleidigen will, das wäre jetzt so witzig gefunden. Okay. Es scheint nicht funktioniert zu haben. Die Frage ist jetzt, ob ich direkt auflöse, ob ich sage, ja, du hast recht. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Ich werde einfach sagen, dass das die Anspannung war, dass ich deswegen wahrscheinlich anders geredet habe. Oh, es ist jetzt mega doof. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich reden soll. Ich rede normal. Hallo, mein Name ist Jonas. Wie geht's dir? Hey, so habe ich doch auch geredet während der Dings. Das kann doch gar nicht sein. Ja, also das ist ja auch, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so die Anspannung, weil es ja halt auch eine scheiß Mitteilung ist, so dass ich dann deswegen vielleicht ein bisschen anders gesprochen habe. Aber es ist halt echt, ja, keine Ahnung, es ist halt grundsätzlich halt einfach jetzt sehr, sehr schwer, wie wir weiter verfahren, wie wir das machen wollen. Aber ich würde den Film halt wirklich sehr, sehr gerne machen. Wir können ja sonst, wenn du Zeit hast, auch nochmal drüber telefonieren. So, dann können wir das in Ruhe klären. Das macht Spaß, mir macht Spaß. So, jetzt ist er gerade wieder online. Ja, hört uns an, dann kommt gleich die Antwort. Aber so oder so coole Neuigkeiten. Falls wir irgendwie die Förderung kriegen, haben wir dem Antrag auch angefragt, ob wir Unterstützung für dieses Jahr kriegen, für so einen 5-minütigen Kurzfilm, wo wir dann schon so ein bisschen Stilsachen für den Spielfilm und so weiter testen wollen. Auch so ein bisschen die Art, wie wir erzählen wollen. Das ist natürlich ziemlich geil. Das würde bedeuten, dass dieses Jahr noch auf jeden Fall, oder Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall, noch ein neuer Kurzfilm kommt. Ich fokussiere mal gerade, dann könnt ihr vielleicht mitlesen, was es hält. Jetzt hör mir auf, sonst schicke ich die Essiggurkenfrau zu dir. Ja, ist ein Insider-Witz. Nimmst du eigentlich einen Prank auf? Dann bitte alles mit reinschneiden. Jonas ist im Club auf die Fresse gefallen. Das ist keine wahre Geschichte, das ist Fake News. Wichtig merken, Jonas Ems ist ein Fake News-YouTuber. Ganz schlimm, ganz traurig. Ich find's peinlich auch auf eine Art. Jonas wurde beim Wettrennen gegen mich letzter, das stimmt auch nicht. Jonas hat schon mal eine 7-Jährige vergewaltigt. Okay, das stimmt leider. Nee, also wie gesagt,
Ja, vielleicht nehme ich ja ein Video auf und dann erzähle ich jetzt einfach wieder, dass du Raucher bist. Und dann kannst du nämlich gar nichts machen. Das ist auch witzig, als damals nach Aus Liebe zum Alkohol alle gedacht haben, er ist Raucher. Ich bin auch auf jeden Fall dafür, das schreibe ich auf jeden Fall dann ins neue Spielfilm-Drehbuch, er kriegt auf jeden Fall eine Rolle, in der er rauchen muss. Das bin ich mir ziemlich sicher. Hier, jetzt hat er das noch geschickt. Dieses Bild, ich werde das wahrscheinlich einfach gleich nochmal als Datei einfügen. Da hat er drunter geschrieben, verflucht seist du offiziell. Das ist tatsächlich in Berlin ein Vorfall gewesen, haben wir auf eine U-Bahn gewartet, ich habe nur ahnungslos auf mein Handy geguckt, gerade eine Nachricht geschrieben, dann stand diese Frau vor mir und er hat mich verflucht. Und genau, seitdem habe ich Angst, dass ich diesen Fluch nie wieder loswerde. Aber ich glaube, ich habe den auch bei ihm in Berlin gelassen, also bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und dann hier noch ein sehr unangenehmes Foto von mir in einem Kostüm, das werde ich auf gar keinen Fall ins Video schneiden, ist halt leider so. Ja, toll, jetzt ist es, er hat es mir nicht geglaubt, das ist doch, ist traurig. Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, auch so, dass Personen, die einen gut kennen, sowas einem dann nicht abnehmen oder so, wenn es gut gemacht wäre vielleicht. Ich bin halt nicht gut im Pranken, den Versuch war es wert. Genau, ich werde das Ganze jetzt noch einmal hier als Memo beenden. Okay, ja, du hast es richtig durchschaut. Ich meine, das ist jetzt eigentlich auch, hätte ich mir sparen können, das nochmal zu sagen. Wir haben leider noch keine Antwort bezüglich des Antrags, die kommt ja erst in ein paar Wochen. War das denn wenigstens meine normale Stimme jetzt? Ich bin jetzt, das war echt nicht mehr gut. Ich wollte dann noch weitermachen, hatte dann aber keine Ahnung mehr, wie ich reden soll, weil wenn es anders klingt oder so, komisch. Ja, ist traurig, ist traurig. Ja, was will man machen? Vielleicht hätte ich es doch per Anruf machen sollen, aber so gesehen ist es doch gut. Jetzt habe ich so für alle YouTuber einmal getestet, dass Memo-Pranks eine schlechte Idee sind. Das ist auch eine Erkenntnis. Das finde ich auch wichtig, dass man immer eine Erkenntnis mit rausnimmt aus Videos. Okay, irgendwie wäre es wahrscheinlich witziger und unterhaltsamer gewesen, wenn das mir geglaubt hätte und mich dann irgendwie jetzt in Sprachnachrichten heftig beleidigt hätte oder so. Hätte auch einen krasseren Titel irgendwie gegeben. Da hätte ich irgendwie so, ich pranke Jonas und er beleidigt mich. Ja, ist kein guter Titel. Ja, aber sowas in der Art hätte ich da machen können. Jetzt sind wir hier aber an der Stelle am Ende des Videos, am Ende des Pranks. Ja, es ist leider schief gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem ganz unterhaltsam. So gesehen aber die gute Nachricht, wir werden auf jeden Fall den Spielfilm weiterhin zusammen umsetzen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann, genau, bedanke ich mich jetzt zum Schluss wie immer fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin, ciao Freunde!